Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 27 im ersten Monat des ersten Jahres. Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Okay. Was tun wir heute? Wir haben ja noch so viel Zeugs in der Tasche. Was ist denn da los? Was sagen unsere Missionen? Das Töfftöff fällt hier. Ah, okay, wir müssen noch 2 von 3 Haltestellen bauen. Wir sollten nochmal Arlo und Sam treffen. Okay. Und wir haben einen Handelsauftrag abzugeben. Perfekt, liebe Leute. Ein Wassertank für Sophie wollten wir auch noch bauen. Haben wir den nicht schon fertig? Tatsächlich, haben wir schon da? Wollen wir abgeben. Dann lassen wir doch keine Zeit ver... Guck mal, wie schön das Licht ins Haus fällt und man sieht, ist ein wenig staubig. Wir müssen mal wieder putzen. Ja, als Handwerker hast du nicht so viel Zeit zum Putzen. Wenn deine Beziehung zu den Bewohnern von Portia ein bestimmtes Level erreicht, erzählen sie dir von ihrem Tagesablauf. Dann kannst du sie auf der Karte finden. Oh, cool. Hör das jetzt noch nicht? Nee, stimmt, man sieht die immer nicht, ne? So, guck mal, Faserstoff einsetzen. So, habe ich nicht ausgewählt. Damn! So, warum haben wir eigentlich die Angel? Wir waren angeln. Ich habe geangelt. Wow. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch schon ein paar Sachen wieder fertig. Erstmal alles mitgenommen. Ich glaube, Bronzeplatten brauchten wir so viel für diese Haltestellen. Ja, wir haben ja schon mal die Barrenproduktion hier auf jeden Fall vorangetrieben. Das ist sehr, sehr gut. So, können wir hier noch was einsetzen? Faserstoff, die Bronzeplatten. Oh, 2 Stück nur. Das wird nicht reichen. Zack. Und hier brauchen wir nochmal 2. Ich würde direkt die Maschine wieder anschmeißen, weil die dauern ja immer ein bisschen. Ah, guck mal, 2 Stück gehen. Warte, dann fehlen wieder die Barren. Aber die sind halt immer noch in der Produktion und... Naja. Ich will natürlich auftanken. Unsere Öfen nicht ausgehen. Das sollten wir auch mal tun. Ja, hier ist auch schon das Benzin aufgebraucht. Das geht ja mal gar nicht. So, und dann bitte alles am Bronzebarren. Wir können... Oh, uns fehlt das Kupfererz. Eieieiei, alles klar. Das heißt, es muss definitiv nochmal in die Mine gehen. Ansonsten kommen wir nicht vorbei. Okay, ich würde sagen, als erstes gehen wir jetzt mal Richtung Sophie. Ich hoffe, sie ist hier bei ihrem Hof gerade. Können wir ihr nämlich schon mal den Wassertank abgeben. Das sieht gut aus. Da blinkt doch schon ihr Ausrufezeichen auf der Minimap. Ah, nee, das ist unsere Emily. Emily hat einen Auftrag für uns. Was ist denn hier los, Emily? Was können wir für dich tun? Hi! Hi, wilde Hühner. Ach, die Hühner schon wieder. Mit denen hast du auch nur Ärger. Here they go again. They ran off again. You think I'm practicing for a marathon or something? Na gut. Thanks for your help. These little things had enough fun time. It's time to let them rest. Okay, wir müssen also wieder ein paar Hühner fangen. Komm her, du kleines Hühnchen. Ja. Rein da. Wie viele müssen wir denn? 3. 1. Ach, schade. Ich kann aber immer nur 1 zur Zeit nehmen. Ah. Ach, guck mal, wir sind doch schon richtig gute Hühnerfänger hier. Zack. Da haben wir die schicken Nuggets. So, Emily ist glücklich. Ach, du nervst uns nicht. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns über Eier. So, auf geht's zu Sophie. Und sie ist wieder in ihrer Schar. Ach, laut, laut. Now this is a nice water tank. You're very skilled. Da, 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 da. Großartig. Oh, Hühner! Die sind so laut. Geil. Super. Eier und Käsetorte. Nee, Kürbistorte. Kann doch nichts mehr schiefgehen bei uns, oder? Ich würde sagen, wir sind richtig gut ausgerüstet. So, ich wollte die mal hier rausmachen. Was tun wir jetzt? Wir bringen den Faserstoff weg. Einen Blick auf die Karte werfen, wo wir denn da hin müssen. Jungos Schwert. Handelsauftrag. Alice Blumenladen. Okay. Also wir gehen zum Blumenladen, quatschen mit Django, der hat auch nochmal einen Auftrag. Und mit Glück treffen wir unterwegs noch jemanden von der Ziviltruppe.
können wir nämlich da auch gleich nochmal quatschen, damit wir uns, ja, gegen Higgins wehren können. Der beschuldigt uns ja immer noch fälschlicherweise und das geht gar nicht. Lassen wir uns nicht von Higgins gefallen. Nein, nein, nein. So, Django, da sind wir. Sie rufen, wir kommen. Hello. Hi, dein Schwert. My practice sword is getting worn. I need a new one for my morning exercise. How about it? Na klar. Ein Schwert kriegen wir doch locker hin. Kann ich ihm nicht... Ein Bronzeschwert sogar. Ach, du heiliger Bimmer, wenn ich mich da mal nicht übernommen habe. Ich dachte, ich könnte ihm jetzt einfach mein Holzschwert aufdrücken. Ich habe ja noch nicht mal ein Bronzeschwert. Django. Aber gut. Wir machen das. So, Alice, ich habe deinen Faserstoff. Hey. Danke, du warst eine große Hilfe. Sehr gerne. Ich bedanke mich für den Auftrag. Und dann holen wir uns doch direkt den nächsten Auftrag, damit das hier auch super gut weiterflutscht. Das ist auch schon wieder Samstag. Ich glaube, wir können heute gar keinen Auftrag annehmen. War so, ne? Wochenende. Ach, aber oh, guck mal, wir können wieder die Werkstättenteile hier untersuchen. Und jetzt wissen wir sogar, wie es geht. Das ist der bestimmte Gegenstand. Und wir... Oh. Genau, wir müssen jetzt die Fehler finden. Sieht schön gut aus, oder? So eine kleine Macke vielleicht hier? Nee. Das hier vielleicht? Auch nicht. Boah, der sieht gut aus. Hier. Fehlschlag. Boah. Makel insgesamt 2, gefundenen 1. Wir haben 4 Fehler gemacht. Ach, man darf sich auch nicht verklicken. Ah. So, wir gucken uns hier mal die Spitze an. Die ist... Hä, aber die ist doch hier viel spitzer. Leute. Hier kein Knick in der Optik. Das hier ist viel länger. 1. Das hier ist gebogen. Ja. Yeah. Wir sind gut. So, und den nächsten Gegenstand. Da guck mal, da sieht man schon, hier ist ein so ein Ding viel zu lang. So, hier ist so eine Macke. Hier sind solche Macken, hier ist ein Riss, da ist ein Riss, da ist ein Riss. Die sehen alle gleich lang aus. Dann drehen wir mal. Da ist ein Riss. Da, der ist kürzer, ne? Ah! Perfekt. Wir werden besser, wir werden besser. Und noch mal ein paar Töpfe. Der hat eine Beule hier im Boden. Guck dir das mal an. Zack, das geht gar nicht. Da ist auch voll die Delle. Zack. Ba-ba-ba-bam. Ja, cool. Auch geschafft, sehr schön. Nicht schubsen, sorry Presley. Wunderbar, gut. Kein neuer Auftrag, aber wir haben die Werkzeuge kontrolliert und na gut, beim ersten Mal ein bisschen... Oh, Ardo ist auch da. Oh, es läuft ja wie am Schnürchen. Ardo lacht die erstmal auch aus. Oh, hallo, danke schön. Voll lieb von dir. Lass mal quatschen. Wir haben schon lange nicht mehr gequatscht. Oh. Hey, er ist nicht so begeistert von dem Fortschritt anscheinend. Nun denn. So, was haben wir denn noch Schönes? Gibt es hier noch irgendwelche Aufträge? Ja, eigentlich müssten wir wirklich uns jetzt nur noch an unser Missionsbuch. Genau, mit dem Schwert beschäftigen. Ja, dann den TÜV-TÜV-Transporter montieren. Schuldeneintreiber. Was passiert hier jetzt? Bis zum Wochenende warten. Ja, dann passiert da bestimmt morgen was. Auch spannend. Ja, das heißt, wir gehen in die Mine. Wir gehen in die Mine und organisieren uns Kupfererz. Platztechnisch, wie sieht's aus? Ah, nein, das reicht. Wir bringen jetzt nichts weg. Die Zeit rast uns sonst wieder davon und dann ist der Tag wieder vorbei, bevor wir überhaupt einen Handschlag getan haben. Ich weiß halt auch nicht, ob wir in der anderen Mine mehr Kupfererz kriegen, aber wir gehen mal in die verlassene Ruine 1 noch rein. Ich denke, da werden wir schon fündig. Und... Hüpf! Geht's! Vielleicht sehen wir sogar schon hier oben gleich ein bisschen Kupfererz. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das so genau hatte. Das ist manchmal echt schwierig zu unterscheiden. Wir nehmen mal die Spitzhacke. Kupfererz, perfekt. Das ist schon die richtige Farbe hier. Dann nehmen wir das gleich mal alles mit. Jetzt sollten wir vorher scannen. Eventuell können wir hier noch was mitnehmen. Weil wir hier sowieso schon unterwegs sind.
Wir wollen hauptsächlich wirklich Kupfer und Zinnerz. Dafür sind wir da. Zwischendurch, guck mal, fliegen uns noch ein paar Datendisks zu. Hier, da ist schon wieder keins mehr. Da oben ist noch so ein orange-braunes Fleckchen. Weiß nicht, was ist das für eine Farbe? Braun eher, ne? Kupfer. Ja, hätte ich auch raufkommen können. Yay. Heute ist mein Gehirn schon wieder richtig am Funktionieren. Ich merke das, Leute. Ich merke das. Oh wow, Kupfererz. Das lohnt sich. 121 schon. Ich denke immer, das lohnt sich. Ist aber halt auch so, genauso schnell, wie man es gesammelt hat, wieder verbraten. Die Inspektion der Handelsgilde ist vorbei. Bitte sieh dir morgen die Post an, um Belohnung zu erhalten. Ja, das machen wir. Schauen, was wir diesmal Schönes bekommen. War jetzt schon unsere zweite Präsentation, die wir gemacht haben. Voll cool. Ist Präsentation halt Bewertung. So. Wir haben noch mega viel Energie. Ich glaube, wir könnten sogar schon fast bald einen ganzen Tag in der Mine aushalten. Ich habe total mein Ding hier aus den Augen verloren. Mein Scanner-Point. Nur auf das Kupfererz gerade aus bin. Wieder nur aus der Erde. Komm, dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Vielleicht kommt hier unterwegs noch eine nächste Erzmine. Ich glaube, die andere haben wir gerade ziemlich gut leergeräumt. Da, guck mal. Grandios. Und noch Energiesteine. Auch richtig gut. Ach, das war unser Scannerpunkt. Energiestein. Schaut mal, der ist doch quasi direkt nebenan. Sollte man doch mitnehmen. Plupp, ein Brillenglas. Ja, schön. Haben wir schon einmal gefunden. Vielleicht kann man damit ja später nochmal neue Gegenstände bauen. Also, alles ist wichtig. Alles ist wichtig. So, ich würde sagen, wir... Oh, Level Up! Yay! Oh, schon Level 18. Wie cool. So, mal einmal alles hier rundum packen. 309 Kupfer, 313, 17, 20, 23. Ja, Leute, das lohnt sich. Ich sag euch das. Wir kriegen bestimmt gerade so viel Ertrag, weil wir jetzt die Eisenspitzhacke haben. Bekommt man einfach mal gleich viel mehr. Okay, das ist mehr, als wir erwartet haben. Damit sind wir zufrieden. Dann gehen wir direkt gleich mal Bronzebarren schmelzen, damit wir morgen vielleicht schon die erste Haltestelle fertig haben. Das wird jetzt natürlich echt ein mega Auftrag, diese ganzen Haltestellen zu bauen. Wir nennen hier die Abkürzung. Habt's. Da war die Journalistin wieder auf der Suche nach einer guten Story. Unsere Baumwolle ist auch, glaube ich, fertig. F. Oh nein, oh, ich nehme immer diesen ganzen Kasten mit hoch. Hilfe. Status überprüfen. Okay, es ist noch nicht fertig. Na gut, dann beim nächsten Mal. So, fertigen. Mach noch ganz viele neue... 17. Das ist gut. Das ist richtig gut. Leute, guck mal. Alles nur dank unserer guten Ernte. Wollte ich gerade sagen. Ernte kann man das eigentlich nicht nennen, ne? Dank unserer guten Lootarbeit. So, dann bauen wir die Platten hier noch ein. Zack. Was fehlt noch? Hartholzdielen. Haben wir die nicht noch? Holz. Holzbrett. Keine Hartholzdielen mehr. Schauen wir mal in unsere Kiste. Sonst müssten wir da ja auch mal welche herstellen. Hartholzdielen. Und wir können auch hier generell mal ein bisschen wieder was rüberschmeißen. Ja. Unsortiert hier, aber das macht gerade gar nichts. Hartholzdielen, wo seid ihr? Habe ich noch welche? 6 Stück da. Die nehmen wir. Die gleich mal da reinschmeißen. Oder Eisenrohre. Ich müsste das vielleicht auch mal verkaufen. Ich bin jetzt nicht, ob ich Bronze oder Kupferrohre gleich brauche dafür. Haben wir hier noch irgendwo welche gerade? Bronze oder Kupfer? Da ist ein Kupferrohr.
Nur schnell durchhuschen. Vielleicht springt mir eins ins Auge. Au, lieber nicht, das tut weh. Okay, das reicht. Hartholz dealen. Platzieren. Oh, müssen wir echt neue bauen. Was fehlt jetzt hier noch? Bronzerohr. Alles aus Bronze, ne? Das ist schon teuer, so einem. Okay, aber wir haben sie geschafft. Eine Haltestelle ist fertig. Dann machen wir doch mal direkt den Bauplan hin für die nächste. Transporter, Grill, Wassertank, Batterie, Haltestelle bauen. Und dann können wir schon gleich den Faserstoff wieder reinsetzen. Die Dielen und die Rohre reichen nicht aus. Und alles andere auch nicht. Okay. Das macht aber nichts. Wir wissen ja jetzt, worauf es ankommt. Wir brauchen Platten. Herstellen. 2 bestätigen. Und Hartholz dealen. Fertigen. 10 bestätigen. Super, das kann über Nacht laufen. Dann können wir morgen die neuen Teile besorgen. Wir gucken nochmal hier. Bronzeschwert. 5 Barren Übungsschwert und ein Verbesserungsset brauchen wir. Okay, das können wir auch morgen kaufen. Dann würde ich jetzt sagen, können wir hier noch ein bisschen Faserstoff herstellen. Sollten wir auch tun, das werden wir ja nochmal brauchen. Und dann möchte ich ganz gerne jetzt die erste Haltestelle aufbauen. Und zwar machen wir die einfach gleich vorne. Ach, da haben wir schon eine. Oh, wo können wir denn die nächste machen? Warte. Muss denn noch eine hin? Im Forschungszentrum? Oder wollen wir die hier bei der Brücke machen? Es sind gar nicht mehr so viele, ne? 1, 2, 3. Da hinten ist auch schon eine Baumschule. Die haben wir da aber nicht hingebaut. Dann gehen wir jetzt zum Forschungszentrum. Vielleicht können wir unterwegs ja noch mal mit ein paar Leuten quatschen. Das ist ja auch immer ganz nett hier. Gale. Hey! I hope the transportation system works out. I've invested a lot of capital on this project. From what I hear, though, I have the town's support. Ja, Alu ist nicht so ganz auf deiner Seite, Gale, aber wir schauen mal. Vielleicht können wir Alu ja noch überzeugen davon. Guck mal, ich laufe mit einer Haltestelle durch die Stadt. Yay, ich bin total stark. Juhu, da hinten blinkt's schon. 20 Uhr, das Forschungszentrum hat sicherlich schon zu. Aber da ist Remington. Hey, mit dem müssen wir noch quatschen. Oh, war doch so, richtig? Ah. Nee, Sam war's. Mit Sam mussten wir noch quatschen. Okay, Haltestelle platzieren. Ring! Wo ist denn die Sam? Wo treibt die sich rum? Liebe, liebe Sam, kann sie nicht sehen. Ah, da aber auch. Okay. Vielleicht treffen wir die morgen. Oder wir müssen mal in dieses Ziviltruppenhaus gehen. Weil die uns ab 9 Uhr, ist ja schon gleich abends 9, bestimmt auch nicht mehr reinlassen. Sind hier alle mal ganz pünktlich im Porsche. Hey Pinky! Na, wie geht's dir, meine Süße? Ja, genau. Du sagst es. Du, wir gehen den Außenweg, wollte ich gerade sagen. Nehmen unterwegs noch den einen oder anderen Baum mit. Guck mal, da vorne sind schon wieder Gast und wie heißt die kleine süße Maus? Wer ist denn? Ginger. Genau, Ginger und Gast sind wieder auf dem Weg nach Hause. Hier sind gar keine großen Bäume mehr. Alle schon weggemacht. Dann sammeln wir noch hier ein paar Kräuterlis. Boah, ihr habt gar keinen Baum mehr. Hab ich euch weggenommen, ne? Alles abgeholzt. Wahnsinn. Da ist noch was Kräuteriges. Ein paar Schlangenbeeren. Denn jetzt unsere Baumwolle fertig. Status. Nein, natürlich nicht. Benzin aufgebraucht. Oh je. Das könnten wir doch auch mal auftanken. Wir haben echt bestimmt bald kein Holz mehr. Wahnsinn. Und da sind schon wieder die nächsten Barren fertig. Wunderbar. Das ist doch super. Guckt mal, dann können wir gleich noch wieder welche reinschmeißen. Läuft die Produktion. Ich glaube, man kann an diesen kleinen Öfen immer nur maximal 10 zur Zeit craften. Das ist das Problem, ne? Ja, sieht ganz so aus. Okay, machen wir nochmal alles voll. Läuft auch richtig gut hier.
Wird das hier auch schon mal wieder auffüllen, oder? Eine nur. Hm. Okay. Wird das hier auch nochmal auffüllen? Alles, was wir haben. Okay. Dann kann das hier die Nacht durchlaufen. Super. So, wir schmeißen noch Sachen weg. Vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen versuchen, es ein bisschen sortierter zu machen. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ja. Ihr kennt mich. Das ist halt so. Ich bin maximal überfordert mit diesem ganzen Material, was es hier gibt. Ich frage mich halt auch, das muss ja irgendwann doch auch mal voll sein. Ich meine, wie voll geht so ein Stack hier? Unendlich? Würde mich ja schon ein bisschen überraschen. Achso, nee, die brauchen wir ja. Die würde ich eigentlich sogar ganz gerne hier unten drinnen lassen, dass wir das jetzt hier... Das sind die Sachen, die wir immer brauchen. Diese sind halt die Sachen, die wir brauchen für... Ja, unseren TÜV-TÜV-Haltestellenauftrag. Hier gerade mal irgendwo alte Teile. Da. Ein Stück. Ist auch nicht mehr so viele. Guck mal, das ist noch ein Brillenglas. Haben wir gleich zwei. Wunderschön, wunderschön. Datendisks noch irgendwo. Da ist noch ein Energiestein. Mal kann auch gleich dazu. Datendisks, wo seid ihr? Das war das falsche Holz. Naja, man kann es ja mal versuchen. Aber da haben wir doch eben auch so einen großen... ein großes Bündel gehabt. Da, guckt mal. Kommen doch alle gleich mal rein. Und die habe ich eben in der Nachbarkiste gesehen. Da. Manchmal macht es doch Sinn, sich das nochmal so ein bisschen anzugucken. Mal, wo waren die denn jetzt? Ich habe die eben gesehen. Ah. Da. Kristalle. Ich habe so Tomaten auf den Augen. Da. Ein zu weit. Da. Würde das halt auch mal reizen, die ganzen Reliktsachen mitzunehmen, um einfach mal zu gucken, wie viele Teile wir jetzt schon herstellen können. Oder ob wir überhaupt schon wieder was vollständig haben. Ist doch so eine Sache. Vielleicht können wir auch mal so einen Ofen hier verkaufen. Honig. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen Honig. Ja, mit den Käfigen, mit den Fallen sind wir auch noch nicht weitergekommen. Ja, wir haben einfach echt noch wahnsinnig viel zu tun. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kisten sich hier immer wiederholen, ne? Da sind noch Coupons. Aber da haben wir noch mal ich würde ganz gerne tatsächlich jetzt mal... Noch eine Angel. So, das kann da bleiben, das kann da bleiben, das kann da bleiben. Ich würde, glaube ich, wirklich gerne mal einmal so diesen ganzen Reliktkram aussuchen. Einfach das mal einmal dahin zu bringen. Ein Reliktteil. Ja. So. Nervt mich das aber, dass das hier unten reinploppt. So will ich das nicht. Ich möchte die jetzt alle da oben drin haben. Reliktteil, 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 Reliktteil. 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 Das auch. Wahnsinn, wie viele das gibt. Wo stellt man die denn nachher hin? Was macht man damit? Das ist einfach nur ein Buch. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht können die im Forschungszentrum uns was dazu sagen. Die sind da ja ein bisschen schlauer als wir. Denke ich. Reliktteil, Reliktteil, Reliktteil. Was ist das? Blaues Leder. Hier ist noch so ein Buch. Wir nehmen das auch mal mit.
Ventil. Das ist noch ein Reliktteil. Das Verband. Das hier, guck mal, das hat er, glaube ich, sogar zweimal, ne? Ne, es sieht ein bisschen anders aus. Aufnahme, Planet, eine Videoaufnahme aus der alten Zeit. Verlassen. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können die uns was dazu sagen. Okay, jetzt sind wir wieder beim Ofen. Glaube. Da war gerade noch ein Stück Marmor. So einsam und verlassen. Eine Kiste weiter habe ich seine Kumpels gesehen. Das muss ich jetzt nochmal dazu packen. Alles klar, das bringen wir morgen alles mal hin. Teil 3, 1, da fehlt jetzt noch Teil 2, ne? Ah ja, das sehe ich schon. Das haben wir gar nicht vollständig. Energielampe, komisches Glasgefäß, Thermoskanne, Thermoskanne. Oh, mal 1, 2, ne, 2 Teile nur Thermoskanne. Aber das sieht so aus, als wenn man das schon zusammenfügen könnte. Findet ihr nicht? Bin gespannt. Schauen wir uns morgen an. Wir nehmen das auf jeden Fall alles mit. Okay, liebe Leute. Das war wieder ein super Tag, super spannender Tag in Portia. Wir haben Sophie die Tränke gebracht. Wir haben Hühner gefangen, mal wieder. Emily muss echt ihre Hühner in den Griff kriegen. Wir haben eine Haltestelle platziert. Wir waren in der Mine. Also alles in allem wieder ein... Oh, wird euch auch schon schwindelig. Okay, wir lassen den Spaß. Also, gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Adieu, bis zum nächsten Mal.